KFC angucke. Jetzt wird zuerst ein paar Minuten wieder ein bisschen aufgeregt sein. Was sich gewöhnlich aber schnell legt. Hier die Kamera noch ein bisschen nach unten beugen. Und ganz wenig ranzoomen. Eine Zeugin sieht, wie der Bankräuber in einem neuen weißen Auto flüchtet und notiert sich das Kennzeichen. Ja, sie braucht immer einen Moment, bis sie sich dann beruhigt. Ist ja auch okay. Machen wir doch wieder auf weiter. Du bist aber schön gehäutet. Ja, statt dass sie in die Kamera guckt. Will sie irgendwie nicht, kriegt die mal weg. Ja, Sia. Alles ist gut, Schatz. Alles ist gut, guck mal. Für die, die mit Schlangen nicht viel am Hut haben, also wenn man eine Schlange händelt, man hält sie also nicht fest, lässt sie durch die Finger kriechen. Festhalten mögen sie halt gar nicht, ne? Wir nehmen sie auch leicht an, sie sollen gefressen werden von irgendwelchen Fressfeinden. Insofern einfach mal gleiten lassen, ganz ruhig hantieren, nicht unbedingt vom Kopf rumfummeln. Und das Fauchen, was er am Anfang gemacht hat, das ist gerade bei jungen Boas oft der Fall, wenn sie noch jung sind, und die gewöhnen sich aber eigentlich schnell dran. Und wenn sie regelmäßig gehandelt werden, ist es nach kurzer Zeit auch sicherlich. Ups. Ich habe sie schon oft zusammen gesehen. Die Möglichkeit besteht, dass der Räuber Hescht schon. Ja, so eine Schlange hat ganz schön Kraft im Körper, ne? Ich habe die Bänder. Sehr gut. Sie ist ja noch jung. März 23, bist du jetzt so, sagen wir jetzt April, Mai, Juni, Juli, anderthalb Jahre, sagen wir mal, bist du alt, ne? Ja, na, musst du kackern, dann kacke ich auf den Linoleumboden. Vielleicht täuscht es mich auch. Sowohl der Verdächtige als auch die Waffe waren auf dem Video klar zu erkennen. Spazi. Spazi. Ja, jetzt wirst du schon ein bisschen ruhiger, ne? Wirst du schon ein bisschen ruhiger? Ja? Ja, guck mal. Ja, wenn sie erst merkt, dass der Stress sich nicht lohnt, ne? Dass hier nichts passiert, wird sie schnell ruhig. Ne? Und bei mir passiert hier nichts, Schatz. Ja, guck. Du Hübsche. Ist das nicht eine echt schöne? Ist hier eine schöne? Ja? So, und ich denke mal, so ruhig wie sie jetzt ist, wird sie in dieser Haltung weitgehend verbleiben. Ne, Schatz? Ja? Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Guck ein bisschen in die Kamera. Ach so, Mensch, ich habe hier noch ein extra Videolicht. Wo habe ich das denn? Das habe ich in der Werkstatt. Naja, beim nächsten Mal. Dann sieht man sie vielleicht noch ein bisschen schöner. Sie hat sich jetzt erst neulich gehäutet, vor ein paar Tagen. Da habe ich sie noch gebadet. Ich habe sie etwas zu trocken gehalten anscheinend. Beim nächsten Mal. Jetzt halt ist sie bei 60% Luftfeuchtigkeit. Ich dachte vorher, weil sie aus einer Wüstengegend kommt, habe ich sie etwas trockener. Die Häutung war aber sehr suboptimal, da habe ich sie dann halt gebadet. Spuren im Inneren und Stellen
Und hier am Schwanzende ist da noch ein ganz kleiner Hauch drauf. Wollte ich sagen, gebadet. Achso, beim nächsten Mal, ich hatte ja gesehen, als die Augen blau waren, dann weiß ich halt, die werden blau, dann werden sie wieder klar und dann dauert es noch ein paar Tage bis zur Häutung. Beim nächsten Mal, wenn ich sehe, dass die Augen blau werden, also dass sie sich bald häuten wird, werde ich sie im Vorfeld ein-, zweimal baden. Auch eigentlich eine Sache, wo ich denke, kann nicht schaden, wenn sie sich dran gewöhnt. Ja, Süße. Guck mal. Hm? Sie ist so eine Süße. Ich heb das mal ein bisschen hier ran, dann brauche ich mich nicht so weit vorbeugen. Alexa, wie spät ist es? Es ist 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags? Ja. Guck, Schatz, du musst dir keine Sorgen machen, ne? Beim Dirk bist du absolut sicher. Hm? Ja. Du bist so schön, ne? Guck mal. Wunderschön. Sonora-Variante, ne? Hier, ja, Boa Constrictor-Imperator, ne? Mexiko. Hm? Aber keine Tarahumara. Informationen zu bündeln und alle Ermittler auf dem Laufenden zu halten. It won't come a third tag. Diese Vorgehensweise ist eine wertvolle Unterstützung. Alexa, Timer 20 Minuten. 20 Minuten ab jetzt. 20 Minuten muss er noch durchhalten, weil wenn man sie schon mal rausnimmt zum Händeln, dann finde ich, dass 5 Minuten zu wenig sind. Ja, ich glaube, sie will noch kackern oder pillern. Ich glaube, so nah ran geht nicht mit Schafstellen, ne, oder? Geht das? Tolle Zunge. Ja. Auf einen Fall, der sich vor einem Jahr in ihrem County ereignete. Dein Auto? Nein. Hey, ganz ruhig. Und das war Verwahrungstechniker. Männlich. Bis dann. Sie ist so eine Hübsche. So eine Hübsche. Ja? Wo ist dein Auto? Der Maskierte fordert die Autoschlüssel. Sie, bist du so eine Hübsche? Ja? Guck. Am Anfang gefaucht und dann auf der Hand. Erst ein bisschen nervös, jetzt ganz ruhig, entspannt. Man merkt es auch, ihre Körperschlingen liegen ganz weich und locker um mich herum, um meine Hand. Am Anfang ist das Ganze verkrampft, merkt man dann richtig, wie sich jetzt entspannt hat. Ne? Ja. Ich habe sie ja auch praktisch aus dem Bösen heraus geweckt, aber sie lag jetzt 2-3 Tage in ihrem Versteck, ohne rausgekommen zu sein. Also ich will sagen, dann ist man ja auch erstmal überrascht. Ne? Andererseits finde ich, irgendwann muss ich es halt mal wieder machen, sonst macht man es nie und dann gewöhnt sie sich auch nie dran. Und ich finde halt, es ist schöner, wenn die Schlange sich, wenn sie weiß, dass ihr nichts passiert, dass sie entspannt sein kann mit der Zeit, ne, wenn sie sich daran gewöhnt hat. Also wenn das immer stressig für sie bleibt, wenn sie mal rausgenommen wird, falls sie behandelt werden muss oder gebadet werden soll oder beim Häuten helfen oder was auch immer, ne, Schatz? Mal gucken, wie nah das Schaf steht, ne? Ich halte es jetzt auf, glaube ich. Na? Das ist noch scharf? Nee. Weiß es nicht. Alles ist gut, Schatz. Alles ist gut. Ja, falls sie wirklich beißt, ist es auch nicht tragisch. Sie ist noch so jung. Hat man zwar vielleicht ein paar blutige kleine Einstiche,
aber das ist nichts Dramatisches, ne? Du bist noch so klein. Aber andererseits will ich auch extra mal gucken. Alles gut, Schatz. Dass er sich dran gewöhnt, dass man, auch wenn was von vorne kommt, dass sie weiß, das ist halt okay und es tut ihr nichts. Ne, Schatz? Ja. Ne, Schatz? Ja. Guck mal, wie schön das geht, ne? Ja, ist das nicht toll? Wenn man so raus kann, mal. Das Labor kann uns nicht weiterhelfen. Tja, du brauchst keine Angst haben. Alles ist gut. Alles ist gut. Ja? Er stiehlt Autos. Plötzlich? Das erstellte Profil ergibt, dass er außergewöhnlich selbstbewusst und dreist ist. Angesichts der Tatsache, dass der Täter die Wut und die Dreistigkeit besaß, 10 Minuten an einem Tatort zu warten, bis sich das Opfer aus seinem Versteck wagte, schrillten bei uns alle Alarmglocken. Ja. Guck dir die dicke Nase an. Ja. Sie ist schon eine Süße. Alles gut, ich will dich auch nur übernehmen hier, weil das irgendwie so verhalten. Achso, da unten bist du vor der Kamera. Während der Autodiebstähler ein unnötig hohes Maß an Gewalt anwendet. Es ergab einfach keinen Sinn, dass er diese Leute in einer relativ ungefährlichen Situation tötet. Ist schon gut. Das Risiko, gefasst und identifiziert zu werden, war ein Bankrott viel. Das passt jetzt gar nicht. Ruf mal ein Herz. Oder ist es Pascal? Warte mal. Ich guck nochmal drauf. Matthias. Bursche, ich mache gerade Handling mit Sia. Nur wenn ich dich mal hab, vielleicht kriegst du sicher auch um deinen Hals. Ja, das wäre schön, ne? Und hat auch schon ein bisschen was im Ei. Du Sack. Bei Falk? Ja. Nee. Meinst du, weil ich da... Weil ich was gepostet hatte? Ja, genau. Ja, weil ich so in Ordnung bin. Dachte ich, machst es mal. Aber ich glaube, ich lasse es wieder. Ja, langsam habe ich wirklich keinen Bock mehr. Ich hatte ja überlegt, ob ich doch nochmal hinfahre wegen Munition kaufen. Aber da fahre ich jetzt doch lieber nach Hannover zu Franconia. Genau. Das will ich auch machen. Ne? Und du? Das wahrscheinlich auch noch, ja. Ich sag dann, ich komme hier, damals war ich mit dem Max hier, mit dem Elebracht und heute bin ich wieder da und seinen Rabattcode will ich haben. Irgendwie gibt's auch immer was. Ich hatte so neulich hab's doch mal wieder irgendwie von. Ja, ich hab da noch so ein Prospekt liegen unten, aber den habe ich immer noch gar nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Genau, da guckt man auch wahrscheinlich auch irgendwie mit einem QR-Code, glaube ich, kommt dann auf die Angebote von der Munition gehen irgendwie. Ach so, ja, dann will ich das. Ich glaube, ich habe es aufgehoben, das Ding. Ich gucke gleich mal. Aha. Ja, dann gucke ich. Hast du schon irgendwie, wann wir hin müssen? Ach so, nee, da habe ich immer noch nicht geguckt. Warte mal, kann ich jetzt nebenbei auf dem Handy mal machen? Bleib mal dran. Kalender. Donnerstag. Ach scheiße, jetzt habe ich es nicht mehr eingetragen. Warte mal, das letzte Mal Donnerstag war am 26. Dann nicht, dann doch. Was haben wir für ein Datum? Also heute haben wir am 20. Dann ist diesen Donnerstag Schießen. Ja, KW 43, um gerade Kalenderwoche. Dann ist diesen Donnerstag das Schießen. Dann müssten wir hin. Wenn ich dann noch keine 40er habe, dann schieße ich mit meinem 44er eben nochmal. Ja, genau. Ja. Ist dann auch egal. Ich schieße zwar nicht gerne, aber ich mache dann halt 5 Schuss und dann habe ich wieder einen Eintrag. Ja, genau. So machen wir.
Ja, genau, das sollten wir. Dann, du kannst ja wie immer, wenn du dann fertig bist und fährst bei dir los, kannst du mir kurz schreiben. Nur machen wir's. Alles klar. Okay. Ich schick dir nachher den Link zu dem Video mit Sia. Nur ich muss noch einfach weg. Bis dann erst, ne? Ciao. Schatzilein, du musst nicht traurig sein. Ja? Knie dich hin und nimm die Hände hoch. Und danach befahl er ihr, sich nicht zu rühren. Etwa 30 oder 40 Sekunden vergehen. She is schon a lovely snake. I love the snake. Ich fragte mich, wie lange er darüber nachdachte, ob er sie erschießen würde oder nicht. Alexa, wie lange läuft der Timer noch? Du hast 10 Minuten verbleibend auf deinem 20 Minuten Timer. Ja, guck's hier, die müssen wir nur aushalten. Ein bisschen brauchst du immer Zeit, um dich zu gewöhnen. Ne? Jetzt wirst du erst richtig entspannt. Die Ermittler überlegen, der Täter all seine Opfer erschossen, aber die Frau am Leben ließ. Irgendeine Idee? Sie entwickeln verschiedene Theorien. Und der nächste Schritt? Ja. Vielleicht lag es daran, dass er eine weiße Frau war. Vielleicht hat er Erfolg. Ja, dann kriege ich sogar Muskeltraining für mich, den Arm immer so hoch und vor mich zu halten. Ich meine, es ist jetzt nicht super schwer, aber... Ich weiß gar nicht, was du wiegst. Irgendwann wiege ich dich mal. Ich habe ja eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, weiß nicht, 500 Gramm oder so, oder... Warte mal, Schildkröte wiegt 1,6 Kilo. Ja, dann hast du vielleicht auch schon 600-700 eventuell. Weiß ich nicht, beim nächsten Mal wiege ich dich. Für heute will ich das nicht mehr zumuten, Schatz. Ja. Oh, langsam wird es doch ein bisschen anstrengend. Aber zumindest hat sie jetzt gemerkt, alles ist easy. Da muss ich nicht flüchten, da hänge ich einfach ein bisschen entspannt rum, ne? Schatzi? Ja? Guck. Aber man merkt, dass es ein paar Tage her war, weil sie war zum Schluss, habe ich sie eigentlich alle 2-3 Tage gehandelt. Das erste Mal waren es jetzt 2 Tage mehr. Da hatte sie sich schon schneller beruhigt, sage ich mal, ne? Sie ist noch... Ja, ich habe es ja auch noch nicht lange. Ne? Das ist insgesamt das 5. Handling, glaube ich, oder 4. oder 5. Aber dafür ist es schon ganz schön gut. Oh. Sia, ne? Willst du mal auf die andere Hand rüberklettern? Ne? Will sie irgendwie gar nicht. Ja, guck, kannst du mich sehen da irgendwie? Kannst du dich das sehen? Oder siehst du nur den doofen Sack hinter dir? Ja, du bist eine Hübsche. Du bist eine Hübsche. Gab es etwas, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten, unseren nächsten Schritt voraussehen? Tradinet um, huhuhu. Auf den ersten Blick erscheinen die Tatorte wahllos. Doch dann entdecken die Ermittler, dass alle ausgeraubten... Soll sich nur daran gewöhnen, dass das nichts tut. Ne? Auch nicht von vorne, guck. Kannst den Finger beißen, wenn du willst. Ich will dir nur zeigen, dass du keine Angst haben musst. Oder die 270 führt. Die Ermittler konzentrieren sich nicht auf die nächsten potenziellen Ziele, sondern auf den Fluchtweg, den der Täter wählen wird. Ne? Alles ist gut. Alles ist gut. Sie entscheiden sich für eine Schleppnetzfahndung an allen Autobahnabfahrten der Gegend. Im Kopf ist noch ein bisschen angespannt. Wir entwickelten einen Plan, um ja. Behörden im Großraum Washington DC ein Überwachungs- Aber auch daran gewöhnt sie sich schnell. Wenn alles gut läuft, Futter kriegt sie wieder Dienstag oder Mittwoch. Und Sonntag. Jetzt werde ich dich ruhig jeden zweiten Tag erstmal wieder 20 Minuten händeln.
Nur nach dem Fressen warte ich halt länger, aber ansonsten machen wir das ruhig öfter, damit du da ganz schnell dich daran gewöhnst und immer schnell ruhig wirst, ne, Schatz? Ja. Alexa, wie lange läuft der Timer noch? Du hast 6 Minuten und 40 Sekunden verbleibend auf deinem 20-minütigen Timer. Süß, süß, süß. Wir hatten genug Unterstützung, um überall die Verfolgung auf jede Einheit konnte sofort Verstärkung anfordern. Irgendwie kann ich nicht mehr. Ich glaube, für heute mache ich doch Schluss. Ne? Rumkriechen lassen will ich es jetzt auch noch nicht. So ganz alleine. Sie hat hier zwar eine extra Decke für sich gekriegt. Das machen wir. Jeden Morgen um 5 Uhr geht Special Agent Coffee zu Autodiebstählen aus der vergangenen Nacht durch. Er sucht nach einer Übereinstimmung mit der Vorgehensweise des Killers. Oh, jetzt kriegt er den Krampf in der Hand. Hat der Killer erneut zugeschlagen, müssen Sie das Auto identifizieren. Ja. Alles ist gut, Schatzi, guck mal. Trotzdem ich dich am Köpfchen anfasse, tue ich dir nichts. Siehst du? Ja. Achso. Ja. Jetzt ist es so ruhig, dass sie praktisch sich nicht mehr bewegen wird. Ne, am Kopf hat sie sich auch schon besser dran gewöhnt. Guck mal. Zumindest merke ich auch, dass ihr Körper sich trotzdem nicht mehr anspannt. Bisschen noch, minimal, aber guck. Oh. Alexa, wie lange läuft der Timer noch? Du hast 4 Minuten und 50 Sekunden verbleibend auf deinem 20-Minuten-Timer. Halten wir den noch durch, ne? Guck mal, wie schön die Zeichnung. In manchen Lichteinfallswinkeln wirkt sie doch irgendwie so schillernd, ne? So phosphorisierend. Finde ich wirklich schön. Viele sagen, dass sie wie die Occidentalis aussehen, ein bisschen. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Weil dafür kenne ich die Occidentalis nicht gut genug. Aber auf jeden Fall ist sie wunderschön. Auf jeden Fall ist sie wunderschön. Ne? Wunderschön. Ja, sie kommt hier in ihr Terrarium. Sie will nicht runter von der Hand. Und deswegen, ne, weil sie nicht runter will, bleibt sie einfach noch ein bisschen. Ja. Schatzi? Ist das jetzt so gut bei mir? Ja, entweder magst du einfach die Wärme. Ich versuch's nochmal. Sie soll ja eigentlich wieder rein. Guck mal, Schatz, willst du nicht langsam runterkriechen? Irgendwie in deine Höhle oder so? Ja? Ja? Ja, eilig hat es nicht. Schatzi. Also wenn sie Panik hätte, dann wäre sie jetzt auch zack, zack verschwunden und würde nicht so langsam runterkriechen. So. Mach's gut, Schatzi. Bis in 2 Tagen oder so. Alexa, stopp. So, jetzt mache ich hier aus. Tschüssi.